Lampukistan Gaming ist hier, Tag 23 unserer Xmas Miniserie. Wir sind einen Tag vor Heiligabend und genau hier stehen geblieben. Und wir müssen ja nochmal gucken, von wo kommen die Autos nochmal rein. Die kommen natürlich von dieser Seite hier rein. Also ist es cleverer, wenn wir den Kreisel hier platzieren. Oder doch hier. Oder doch hier. Hier machen wir das. Und hier werden wir viel mit Einbahnstraßen arbeiten. Um hier schon mal keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, Leute. Und zwar planen wir dieses Gebiet bis zu diesem... Mal kurz gucken. Ja, so ungefähr bis hier. Ungefähr bis hier, ne? Werden wir das machen. Und den brauchen wir nicht hier. Zurück werden die Leute hier kommen. Eine Hauptverbindungsstraße, die hier durchs ganze Gebiet läuft. Würde ich sagen. Und da reicht so eine kleine Verbinderstraße und zurück. Können wir hier so eine schöne... Irgendwie so, 90 Grad raus und hier rüber. Dann nochmal ein... Hier so eine... Ja, das ist doch... Nicht ganz so schön, aber das lassen wir mal so. Es geht ja nur darum, dass die Leute hier wieder zurückkommen sollen, ne? Und um das Ganze, die Grenzen erstmal abzuloten, erstellen wir erstmal so die... hier die Eckdaten unseres Gebiets. Das sich dann hier bündig. Wo ist der... Hier, genau. Okay, das ist mal so die Eck... Das sind so mal die Eckverbindung unseres Gebietes. Wenn wir das mal einplanen können, ne? Dann können wir das hier gleich mal deklarieren. Okay. Das wird in dem Fall Agrar Süd. Da machen wir uns keinen Kopf, wie das Ding heißt. So. Oh, können wir Umschalt zeigen? Nee, dann heißt es halt so, ne? Egal. Okay, die Sonderzeichen gehen nicht, ne? Die Umlaute. Macht nichts. Oh, nächstes. Nächster Meilenstein. Großartige Stadt. Wie viele Meilensteine gibt es überhaupt noch? 70.000. Wollen wir da noch hinkommen? Wir werden sehen. So, das wird hier Agrargebiet. Zack, so. Und jetzt haben wir auf jeden Fall hier diese... da möchte ich ehrlich gesagt, dass sie nicht reinfahren. Na, komm schon, hör auf. So. Da sollen sie nur rein und wieder rausfahren. Genauso jetzt jedes Strecke hier. Genau. So dann. Lassen wir sie bis hier hin. Und hier können wir dann auch nochmal, genau. Können wir auch nochmal bis hier hingehen. Das ist... Nee, komm schon. Dann bleiben wir doch der Linie. Nee, wir lassen das so. Ein Hauptknotenpunkt gibt es. Den haben wir erstellt und dabei bleiben wir. Jetzt legen wir hier noch eine Wasserversorgung rein. So. Irgendwo verknüpfen noch.
Strom brauchen wir auch noch. Wollen wir hier ein bisschen mit dem grünen Strom arbeiten? Windkraft bringt hier relativ gut. 7. 6. Jetzt nur noch 6, sobald einer hier steht, ne? Seltsam. Komm, wir probieren mal, ob das mit den 3 Windkrafträdern reicht. Und dann werden wir hier mal die erste Ecke vom Industriegebiet. So, reinkommt ihr. Kreisel habt ihr. Und dann entsteht hier ein bisschen ein neues Agrarzentrum. Verkehrsfluss checken. 94. Immer noch hier, ne? Aber es hält sich im Rahmen. Der eckige Kreisel hier. Wie sieht's hier aus? Okay, das ist auch besser geworden. Okay. Jetzt müssen wir eigentlich hier direkt einen Wohngebiet stemmen. Da wollen wir mal gucken. Hier gibt es doch diese Geländeabschrägen. Pass mal auf. Irgendwo konnte man doch diese Schutzdingers bauen. Wo war das? Hier. Aber das ist kein Lärmschutz, ne? Das wäre noch ganz geil, ne? Wenn man hier so ein Lärmschutzdingens... Aber wisst ihr, was wir hier packen? Den Güterbahnhof. Wir machen hier einen Güterbahnhof hin. Ja, doch. Den können wir nämlich dann auch so hinsetzen. Aber hier an die Seite, ne? Okay. Na gut, der hat keinen Strom, kein Wasser, kein gar nichts. Ja, das ist natürlich jetzt... Gehen wir mal unorthodox außen lang. Genauso wie wir dann hier diesem kompletten Gebiet hier noch Wasser geben. Und das sieht alles ein bisschen eckig aus, ne? Wenn wir hier so... Kann man da nicht keine schönen Kurven irgendwie? Bogen. So. Hier muss er anschließen. Kommt da halt nur von einer Seite rein, aber ich denke mal, das ist nicht schlimm. Das ist eine Investition in die Zukunft, Leute. So. Und dann können wir die ganzen Servicegebäude... Können wir alle hier vorne platzieren. Feuerwehr. Also Polizei. Ne? Feuerwehr. Das ist erstmal das Wichtigste, was wir brauchen. Gewerbe. Ich bin immer noch nicht sicher, wo wir denn ein richtiges Gewerbegebiet noch bauen können, ohne dass es uns um die Ohren fliegt. Muss das denn immer nahe der Wohngebiete sein? Oh shit, haben die hier keinen Strom? Die Windturbinen reichen nicht aus, ne? Leute, da müssen wir ein bisschen... So, sollte reichen. 2 Stück. Okidoki. Ah, das ist jetzt gerade noch meine Frage. Wo bauen wir einen Gewerbegebiet hin, ohne dass es uns um die Ohren fliegt? Hier noch ein bisschen ausbauen, ha? Das Touri-Ding. Haben wir schon relativ ausgereizt. Ich
will das ungern hier an diese Doppelstraße setzen. Da müssen wir hier noch ein bisschen... Dieses Gebiet muss noch ein bisschen leicht erweitert werden. Arg viel darf nicht mehr passieren, denn hier, seht ihr schon, da ist ein bisschen... Der Verkehrsfluss ist sehr hoch. Hier an dieser Kreuzung. Na, die Kreuzung, das ist so ein bisschen ein Dorn im Auge. Sag's euch, als nächstes kommt hier noch ein Kreisel ran. Da werden wir uns aber dann in der letzten, vermeintlich letzten Folge von City Skylines in unserer Xmas Miniserie drum kümmern. Oder wir spielen noch ein bisschen weiter. Das liegt bei euch. Diese Frage stelle ich euch auf jeden Fall in der letzten Folge. Ob ihr noch ein bisschen mehr sehen wollt, dann werden wir mal so in losen Folgen, ne, 2-3 Mal pro Woche vielleicht ein bisschen weiterspielen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, wie immer gerne den Daumen nach oben. Dann sehen wir uns auf jeden Fall wieder in einem meiner nächsten Videos. Macht's gut, bis dahin, ciao und bloß kein Stress.